Ja, ich habe jetzt nochmal Pflasternachschub geholt und jetzt gehen wir nochmal zu den Rostziletten rein. Ins Hauptquartier, in den Hauptraum. Das sollte jetzt reichen an Pflastern. Nochmal drei nachgekauft am Autofriedhof. Also denke ich mal, dass wir das jetzt schaffen sollten. Wie gesagt, wichtig ist erstmal der Oberboss da, der da rumballert wie ein Blöder. Und den Rest nehmen wir uns danach gemütlich vor. Also rein. Stirb, du widerträchtiger Hund! Stirb! Na los! Okay. Pflaster-Time. Ich hau jetzt alle Pflaster drauf. Ah. Scheiße. Die ziehen natürlich ordentlich ab jetzt. Darum müssen wir flink sein. Wie gesagt, es reicht mir, wenn der scheiß Bandenführer tot ist. Dann gehe ich erstmal wieder Energie auffüllen und dann nehmen wir uns den Rest hier vor. So. Na, sieht doch schon besser aus an Energie. Zwei haben wir noch. Und eins noch. So. Ah, jetzt ist er tot, sehr schön. Du bist schon tot, Armitage. Hundefutter. Drake macht Hackfleisch aus dir. Versuche erst gar nicht zu fliehen. Vor Drake kannst du dich nicht verstecken. Er wird dich in Stücke reißen, Armitage. Meinst du? Ich glaube, mehr wird er uns nicht sagen. Ich werde dir gar nichts sagen. Ja, gut. Gut, der ist jetzt tot. Gucken wir mal, ob wir den Dings noch schaffen, den Typen, der da auf uns einschlägt, wie wild. Er hier. Die anderen sind Luschen. Den müssen wir platt kriegen. Na los, geht tot. Stirb! Danke. Gut. Damit ist das Schwerste schon mal geschafft. Jetzt mal ganz kurz ins Bettchen zum Ausruhen. Und dann nehmen wir uns die anderen Brüder da drin vor. So, hoffentlich sind jetzt hier wieder nicht. Ja, gut, einer geht noch. Das können wir noch verkraften. Ich dachte, jetzt sind da wieder drei, die uns da wegsnipen wollen. Von diesen Pennern. Wann fährt denn ein Auto lang? Sicher das erste Mal. Naja, ist auch egal. Ah, gut, dass wir die geschafft haben, diesen Anführer, meine ich. Schon wieder Sprachfehler. Hallo. So. Und er beschwert sich wieder über die Musik. Ja, Kraft haben wir schon. So. Und ab ins Bettchen. Ich sicher nochmal, falls mir hier der Safe State abkackt vom Emu. 3 km haben wir, okay. Können wir jetzt noch nicht wirklich was mit anfangen? Das müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Ja, baller mal, du Penner. Das ist so nervig hier mit diesen scheiß Snipern überall. Gleich sind da wieder drei. Passt auf. Nee, einer nur. Na, den nehmen wir uns vor. Komm. Ja, ah! Was hast du davon?
wenn du dich mit Armitage anlegst. Und wieder so ein Penner einer Mülltonne, ey. Und ein Karma wenigstens. Na, ist aber nett von ihm. Ist auch so geil. Heckenschütze in der Mülltonne, ey. Wie LST letztens meinte, auf dem ICQ zu mir. Im ICQ meine ich. Ist ja da quasi ein Mülltonnenschütze und kein Heckenschütze, aber egal. Okay. Und Rinder in die Jutestube. Jetzt nehmen wir uns die Brüder hier vor. So, ich hoffe, da müssen wir jetzt nicht nochmal nachladen gehen. Also Energie meine ich. Denke ich aber nicht. Gut. Wie gesagt, wir hätten ja auch einen anheuern können, der uns hier hilft, aber wozu das Geld verschwenden? Ist eh schon knapp genug. 3 Karma, sehr schön. Dann machen wir das lieber alleine, auch wenn es so ein bisschen länger gedauert hat, mit dem ganzen Energieaufladen und so. 90 Nuyen, das sieht ja schon ein bisschen besser aus. So, was liegt denn da? Kennwort. Auf dem Papier steht ein Code. Drake0065. Das ist ein Zugangspasswort. Na, nimm mit das Ding. Mann, ich bin wieder völlig unkoordiniert. So, noch irgendwas? Ich glaube, das war's hier. Sagt Nicole. 3-2, okay. Ja, ich überlege, ob ich jetzt nochmal versuche, den Samurai-Krieger im Autohof da platt zu machen. Das sollten wir jetzt eigentlich schaffen können. Ich versuch's einfach mal. Aber erstmal kriegt der es hier noch besorgt. Dieser Spacken. Yo. Weg ist er. Also ab in der Eco-Rail und rüber zum Autohof. Nach dieser Episode muss ich erstmal den Autolock hier bei meinem iPod wieder ausmachen. Weiß gar nicht, wieso der überhaupt wieder da ist, weil ich benutze den ja hier als Stoppuhr und der geht mir dann immer aus in den Standby-Modus, anstatt anzubleiben. Werde ich nach dieser Episode mal hier ändern. Tut zwar hier nichts zur Sache, aber ich wollte es einfach mal loswerden. So. Der King, da steht da rum. So, ich kaufe jetzt nochmal hier ein paar Pflaster. Heilen. Da. Ja. Heilen 4 sollten, denke ich mal, tun. Dieser Splitter kriegen wir auch noch einen Heilzauber. Dann brauchen wir hier nicht mehr diese Puppelpflaster benutzen. Aber im Moment ist das die einzige Alternative hier. Da haben wir jetzt 4 Stück. Glaube doch. Ja, haben wir. Gut. Dann gehen wir nochmal ins Bettchen. Und laden nochmal die Energie auf. Gut. Dann ab in die Arena. So, ja, sind wir, aber den Kampf werden wir beim nächsten Mal machen, da uns jetzt gerade wieder die Zeit ausgeht. Also, ciao, ciao.